Literaturpalast Audiospur. Geschichten aus Südosteuropa. Präsentiert von Traduki Common Ground. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe dieses Audioformats. Mein heutiger Gast ist die Autorin und Übersetzerin Mascha Dabic, mit der ich mich über das Übersetzen im Allgemeinen und über den bosnischen Roman Zwei Jahre Nacht von Damir Ovcina im Konkreten unterhalten möchte. Liebe Mascha, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Zum Anfang möchte ich dich natürlich ganz kurz vorstellen. Du wurdest in Sarajevo geboren, also genau an dem Ort, an dem auch der Roman spielt. 1992, während des Bosnienkriegs, bist du im Alter von 11 Jahren mit deiner Familie nach Österreich geflüchtet. Hast hier dann Translationswissenschaft und Politikwissenschaft studiert, dann auch in der Translationswissenschaft promoviert, und zwar zum Thema Dolmetschen in der Psychotherapie. Du warst und bist in ganz unterschiedlichen Bereichen tätig, journalistisch, lange Zeit für den Standard, als Übersetzerin im Asyl- und Konferenzbereich und auf akademischem Gebiet. Seit 2009, beginnend mit Ausgehen von Babi Markovic, entstanden zahlreiche literarische Übersetzungen, zum Beispiel von Dragan Velikic, Emir Kusturica, Svetislav Basara oder eben Damir Ovcina, über den wir heute sprechen. 2017 erschien dann ein eigener Roman, Reibungsverluste, in der Edition Atelier. Ein, ja, autobiografischer Roman, könnte man wohl sagen, oder zumindest eng gebunden auch an deine eigene Arbeit. Denn es geht darum, um die Dolmetscherin Nora, die in der Flüchtlingshilfe arbeitet. Ich freue mich ganz besonders, dass du heute mein Gast bist, auch deshalb, weil in den vergangenen Jahren verstärkt über Übersetzungen gesprochen wird. Der Name der Übersetzerin, des Übersetzers steht teilweise auf dem Buchumschlag schon drauf. In Literatursendungen wird immer auch wieder Übersetzerin, Übersetzer genannt. Das war früher, glaube ich, nicht der Fall. Oftmals wird dann noch dazu erwähnt, dass sich das hier jetzt um eine besonders gelungene Übersetzung handelt, meistens allerdings ohne Begründung. Also Übersetzer nehmen mehr Raum ein oder finden häufiger Erwähnung, aber trotzdem wissen viele eben gar nicht, wie Übersetzerinnen eigentlich arbeiten oder wie man eine gute Übersetzung eigentlich erkennt. Du hast Translationswissenschaft studiert, hast dich also früh mit dem Thema auseinandergesetzt. War das von Anfang an eigentlich so ein Gedanke, dann auch literarisch zu übersetzen, oder standen da erst andere Dinge im Vordergrund? Also für mich stand im Vordergrund bei der Studienwahl so ein kleiner Mädchentraum, Konferenzdolmetscherin zu sein. Also wirklich eher so simultan Dolmetschen in der Kabine. Das war so mein, wie soll ich sagen, das war aber auch irgendwie literarisch inspiriert. Ich habe nämlich von Javier Marias das Buch in die Hände bekommen, Mein Herz so weiß, als Teenagerin. Und da geht es um einen Konferenzdolmetscher. Und mich hat das richtig so fasziniert, also auch dieses glamouröse, konferenzartige und dann aber auch die sportliche geradezu Herausforderung des Simultandolmetschens. Also das war eigentlich mein Impuls bei der Studienwahl. Ich habe das auch dann jahrelang gemacht, ziemlich, ja, mal mehr, mal weniger intensiv, aber eben so bei Konferenzen in Kabinen gedolmetscht. Aber im Endeffekt, muss ich sagen, ist Literatur übersetzen, was von der Langsamkeit her eigentlich am anderen Spektrum angesiedelt ist, und von der Sorgfalt her ist mir jetzt mit zunehmender, also im Laufe der Zeit eigentlich lieber geworden. Ich habe im Studium sehr wenig Literaturübersetzen gemacht, das war wirklich mehr so Dolmetschen oder Fachübersetzen. Also das ist bei mir eher durch die Praxis dann gekommen. Das ist aber dann schon Teil von so einem Studium. Also ich habe das nicht studiert, aber es gibt schon Seminare. Und es gibt Seminare, also es gibt Übungen, Literaturübersetzen, aber eher wenig. Aber es wird jetzt zunehmend auch ausgebaut, also auch bei uns am Institut. Sonst ist aber eben viel so wirklich Fachübersetzen. Also man lernt viel darüber, wie man genau recherchiert, wie man Textsorten adäquat arbeitet. Und Literatur, überhaupt so das Lesen, ist in unserem Studium leider, man hat tatsächlich auch wenig Zeit dafür, weil man einfach so viel von diesem Technischen auch einüben muss. Also es ist schon ein sehr genauer Umgang mit Sprache. Und gerade jetzt als jemand, der zum Beispiel Simultandolmetschen studiert, ist ganz vieles einfach Übung. Das ist doch ein anderes Studium als ein philologisches Studium, wo man sich ja so einlesen soll und irgendwie so die Lektüre auf sich wirken lassen soll. Dafür haben wir dann tatsächlich manchmal zu wenig Zeit. Deswegen ist es auch so, dass zum Beispiel unter den Literaturübersetzern die wenigsten wirklich Übersetzen oder Dolmetschen studiert haben. Die meisten kommen von der Philologie.
Es ist auf jeden Fall ganz schön, dass du über die Literatur quasi zu diesem Studium dann gekommen bist, eben durch den Marias. Ich musste eben auch in der Vorbereitung auch noch drüber nachdenken, weil als ich eben gelesen habe, du hast auch auf Konferenzen eben simultan gedolmetscht, da musste ich natürlich vor allem an simultan von Ingeborg Bachmann denken. Ja, habe ich auch gelesen, hat mich auch dahin getrieben, wobei ich natürlich dann mit meiner eigenen realen Praxis mir dann nachträglich gedacht habe, na ja, das sind aber auch so Verklärungen oder gerade bei Javier Marias, das ist so doch sehr konstruiert. Aber gut, das tut ja dem literarischen Genuss keinen Abbruch, aber es ist nicht so, dass es ist dann doch wirklich anders, als ich es mir vorgestellt habe oder als ich es in diesen Büchern gelesen habe. Gut, bei simultan wird es ja nicht wirklich verklärt. Da wird es nicht verklärt, da ist es kein, ja, das kommt der Sache näher. Also diese Erschöpfung hat Ingeborg Bachmann besser beschrieben. Also dieses ständige von Worten so überflutet werden und sich an ihnen abarbeiten und dann aber irgendwie dann allein dastehen, weil die Gedanken, die man da durch sich lässt, irgendwie bei einem nicht bleiben. Also das hat sie aber schon, finde ich, gut beschrieben. Du bist dann aber eben vom simultanen Dolmetschen zum literarischen Übersetzen gekommen. Und das ist eine Geschichte, die du schon häufiger erzählt hast. Du drehst auch jetzt oder verdrehst auch jetzt die Augen. Aber wir wollen natürlich trotzdem zumindest ganz kurz drauf eingehen, denn das war ja schon eher eine besondere Geschichte oder nicht so eine übliche Geschichte, wie du dazu gekommen bist. Ja, ich glaube, zum literarischen Übersetzen kommt jeder irgendwie dazu, weil er es irgendwie nicht lassen kann oder weil es sich auch ergibt. Also es gibt keine klaren Wege. Jeder kommt irgendwie selbst dazu. Also es ist eben nicht wie, was weiß ich, wenn bei der EU Dolmetscher gesucht werden, dann gibt es einen Akkreditierungstest und dann machen den alle und dann kommen welche weiter und welche nicht. Das ist irgendwie ein klarer Weg. Aber beim Literaturübersetzen hängt es oft irgendwie an einem bestimmten Buch oder an einem bestimmten Autor, dass dann ein Übersetzer dann dazu kommt. Und bei mir ist diese Autorin eben Barbie Markovic. Wir haben uns kennengelernt bei einer Lesung von ihr. Das muss ungefähr 2006 gewesen sein, glaube ich. Und dann schon in Wien, oder? In Wien. Sie hat im Club der slowenischen Studenten in der Mondscheingasse, hat sie eine Lesung gehabt, auf Serbisch, also und irgendwie unkommentiert hat sie einfach eben aus Ausgehen gelesen und ich war zufällig dort und habe mir gedacht, wow, das klingt wirklich wie Thomas Bernhard auf Serbokroatisch, sage ich mal, oder auf Serbisch, aber es ist ein völlig anderer Inhalt, der transportiert wird, aber die Satzstrukturen haben mich sofort erinnert an Thomas Bernhard und da, wo sie zum Beispiel das Wort hatte, Prirodno, das heißt natürlich, habe ich sofort an das Wort gedacht, naturgemäß. Muss naturgemäß sein, ja, der Bernhard. Und dann habe ich mir irgendwie nach der Lesung so ein Herz gefasst und habe sie darauf angesprochen, ob sie sich ja irgendwie an Thomas Bernhard orientiert hat. Und dann war sie aber sehr erfreut, dass das sozusagen jemand einfach so verstanden hat. Ja, und dann sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen und dann habe ich das Buch gelesen, also Ausgehen, Islaženje, und war total begeistert und belustigt von diesem Sprachexperiment. Weil was sie gemacht hat, ich meine, das kann sie selber besser erzählen, war eigentlich ein misslungener Übersetzungsversuch. Also sie hat eigentlich ursprünglich versucht, das Buch Gehen von Thomas Bernhard in Serbische zu übersetzen und hat aber das, und das verstehe ich, quasi zu langweilig gefunden, dann ständig gewisse Wörter nachschauen zu müssen oder zu recherchieren und hat dann irgendwann sich einfach so überlegt, spontan, naja, und was wäre denn, wenn ich jetzt ein Wort, anstatt es nachzuschauen, einfach ersetze durch ein anderes und beim nächsten Satz wieder durch ein anderes und das dann wieder so aufgreife. Und so hat sie dann diesen literarischen Remix, wenn man so will, vollbracht. Und mich hat das einfach total fasziniert, die Überlegung, wie würde das jetzt wieder auf Deutsch klingen, also in der Sprache wieder, in der Thomas Bernhard geschrieben hat. Und dann habe ich das halt begonnen zu übersetzen und dabei eben Thomas Bernhard quasi wie ein zweites Wörterbuch verwendet. Und dann war mir das aber irgendwann auch zu mühsam und dann habe ich auch gesagt, okay, nein, ich mache es jetzt also in Anlehnung an Thomas Bernhard, aber ich mache es jetzt dann doch einfach intuitiv, also so, wie es jetzt für diesen Text am besten passt. Und dann ist eben Ausgehen dabei herausgekommen. Und dann über Umwege ist das aber bei Suhrkamp gelandet. Und das war natürlich unser beider großes Glück. Ich glaube, wenn man anstrebt, bei Suhrkamp zu publizieren, ist das wahrscheinlich ein Ding der Unmöglichkeit. Mhm. Aber man muss ein bisschen auch einfach Glück haben. Das kann man sich irgendwie nicht herstellen.
Gut, aber das Glück blieb dir ja hold und es kam weitere Übersetzungen. Naja, dann, wie gesagt, es ist dann wieder einfach Arbeit. Also ich meine, Auftrag bekommen heißt auch, ihn ausführen zu müssen. Also ich meine, das Reinkommen ist so ein Glücksfall, aber dann danach ist es natürlich auch eine Dienstleistung und dann. Ja, klar. Aber dann haben sich, da kommen wir vielleicht dann eh schon fast zum nächsten Punkt, wie die Übersetzerin, der Übersetzer zu seinem Text kommt. Die weiteren Übersetzungen sind dann auf welchem Wege zu dir gekommen? Als Aufträge. Tatsächlich dann alles Weitere waren Aufträge von Verlagen. Die Dinge, die ich selbst dann sozusagen angeboten habe, die sind meistens eben nichts geworden bislang. Also ich habe jetzt auch mir irgendwie in letzter Zeit auch nicht mehr so die Zeit genommen, so selbst was vorzuschlagen, so selbst so ein Portfolio einzuschicken oder einen Vorschlag. Aber das ist der schwierigere Weg. Also die Lektoren entscheiden schon irgendwie mal so mit Anregungen von, also Übersetzer haben schon auch manchmal die Funktion, dass sie was vorschlagen oder entdecken. Aber wie genau Lektoren entscheiden, ob sie etwas ins Programm aufnehmen oder nicht, das hat sich mir auch noch nicht ganz erschlossen. Aber ich habe bisher, also eben alle weiteren Sachen, einfach als Aufträge bekommen. Ja. Du hast ja Translationswissenschaft für die Sprachen Russisch und Englisch, glaube ich, studiert. Ja. Die literarischen Übersetzungen sind aber nur aus den BKMS-Sprachen. Mhm. Genau. Oder? Ja, genau. Also ich habe das eben nicht studiert. Also meine, ja, ich weiß nicht, eben Sprache, habe ich nicht studiert und habe auch nicht gedacht, dass ich damit arbeiten werde, muss ich sagen. Also ich habe wirklich Englisch und Russisch studiert, weil ich davon ausgegangen bin, ich werde Englisch-Russisch-Dolmetscherin. Man bin ich auch, aber dann hat sich aber herausgestellt, dass das doch erstaunlich gut geht. Also ich würde auch gerne auch irgendwie mehr aus dem Englischen übersetze ich auch, habe ich auch ein Buch übersetzt mal. Aber es hat sich dann mehr ergeben eben mit dem BKS oder BKMS. Genau, und weil wir gerade schon bei dieser Abkürzung sind, müssen wir die, glaube ich, einmal klären. Das mag vielleicht einigen eine banale Frage erscheinen, aber ich glaube, viele wissen es dann eben doch nicht so genau. Gerade wenn man vielleicht so ein älteres Buch im Regal hat oder so, da steht dann drin, übersetzt aus dem Serbo-Kroatischen. Jetzt steht immer in den Büchern eben aus dem Kroatischen, aus dem Serbischen. Kannst du mal genau erklären, wie diese Sprachen zusammenhängen, weil es gab viele wissen tatsächlich nicht, Menschen in Kroatien verstehen diejenigen in Serbien. Ist das überhaupt eine andere Sprache? Also das ist ein abendfüllendes Thema und ich maße mir nicht an, das beantworten zu können. Also ich kann jetzt wirklich nur aus meiner Sicht als Sprecherin und als jemand, der sich natürlich auch da ein bisschen damit befasst hat, was zu sagen. Aber es ist eigentlich so, wir haben mit dieser Sprache oder diesen Sprachen natürlich ein großes Bezeichnungsproblem. Und es gibt keine befriedigende Bezeichnung. Also dieses BKMS ist jetzt so eine, sagen wir mal, bürokratische Bezeichnung, also Bosnisch, Kroatisch, Montenegrinisch, Serbisch. Also ich bin noch aufgewachsen mit dem Wissen oder halt, ich habe gelernt, meine Sprache heißt Srpsko-Hrvatski oder Hrvatsko-Srpski. Das war egal. Also Serbo-Kroatisch oder Kroato-Serbisch. Wurde auch immer betont, dass man das so sagen kann oder so, dass es egal ist. Ich verstehe aber natürlich schon, dass das eine problematische Bezeichnung ist, weil sie dann auf eine ethnische Kategorie abzielt, die natürlich nicht greift, weil es auch eben andere Ethnien gibt, die diese Sprache sprechen. Aber das ist ja eigentlich bei jeder Sprache so. Also ich finde einfach nur mit dem, also sagen wir jetzt mal BKS, weil das sage ich auf Deutsch dann meistens so als eine Kompromissvariante. Ich meine, wenn wir überlegen, Englisch wird ja auch von so viel mehr Leuten gesprochen als von den Engländern, aber die Sprache hält das aus. Und unsere kleine Minisprache ist so irgendwie beladen von diesen kleinen Unterschieden und so davon vergiftet, wie man das jetzt bezeichnet und wer sagt was anders. Und da wird in dem ganzen Diskurs dann so viel auf die Unterschiede eingegangen, die natürlich da sind, aber es ändert einfach nichts daran und da kann mir keiner erzählen, dass sie nicht funktioniert als Verständigung. Sie funktioniert ganz normal. Also in dem Sprachraum, wo BKMS gesprochen wird, wird man einfach verstanden.
Und es ist nur, dass man nicht verstanden wird, wenn jemand nicht verstehen will. Also wenn sich jemand drauf kapriziert, dass du irgendwie statt Kruch, was eben das kroatische Wort für Brot ist, sagen sollst Hleb, eben wiederum für Brot im Serbischen oder in der bosnischen Variante. Also man kann sich halt drauf versteifen, sich nicht zu verstehen, wenn man das nötig hat. Aber es ist, glaube ich, eine polyzentrische Sprache. Also sie hat mehrere Varietäten und die sind für mich erkennbar. Aber für mich als Übersetzerin macht es kaum einen Unterschied, ob ich aus dem Serbischen, Bosnischen oder Kroatischen übersetze oder aus dem Montenegrinischen. Ich muss natürlich immer wieder mal was nachschauen. Und natürlich, wenn ich jetzt aus dem Kroatischen übersetze, habe ich wahrscheinlich den größten Bedarf, nachzuschlagen, also einfach Wörter zu recherchieren, ganz normal, wie ich das aus dem Russischen und aus dem Englischen auch kenne. Und das Bosnische, weil ich halt in Sarajevo aufgewachsen bin, ist mir dann näher und bekannter. Aber ich meine auch jetzt bei dem Roman, über den wir heute noch sprechen werden, also von Damir Ovčina, natürlich musste ich da auch viele Wörter, Ausdrücke nachschauen oder sogar den Autor bemühen und nachfragen, weil man nie irgendeine Sprache zu 100% beherrscht. Also das ist ja überhaupt eine Illusion mit dieser Beherrschbarkeit von Sprache. Was ist schon Sprache? Ich meine, die deutsche Sprache ist auch sehr, sehr groß. Also sie hat auch mehrere Zentren. Und wir haben auch immer dieses Problem zwischen den österreichischen Übersetzern und den bundesdeutschen Übersetzern und dann auch den Schweizer Übersetzern, dass der Literaturmarkt von deutschen Verlagen dominiert wird und Austriazismen immer so dem Rotstift zum Opfer fallen, was ich ehrlich gesagt auch nicht gerechtfertigt finde. Aus meiner Sicht wäre es dem bundesdeutschen Publikum zumutbar, auch diese Wörter zu haben, so wie ich, wenn ich ein Schweizer Buch vor mir habe, auch vielleicht nicht alle Ausdrücke weiß, aber dann kann ich sie eben lernen. Ja? Aber da ist die Politik eben eine ziemlich sprachimperialistisch, also alles, was in Deutschland unüblich ist, muss weg. Ja, diese Dominanz der deutschen Verlage oder der deutschen Buchbranche war mir in Deutschland leben früher natürlich auch überhaupt nicht bewusst. Ich habe das erst in Österreich eigentlich gemerkt. Und mir fällt es eben auch bei Übersetzungen immer wieder auf, dass wenn ein Buch in einem österreichischen Verlag erscheint, da häufiger mal auch mit Austriazismen zu rechnen ist und man dann tatsächlich merkt, oder ich wundere mich über mich selbst, dass es mich so sehr wundert, wenn ich die dann, dass mir die so präsent sind, dass mir die sofort irgendwie ins Auge fallen. Weiß nicht, ich hatte letztes Jahr so einen Roman aus dem Slowenischen, der eben in einem österreichischen Verlag erschienen ist. Und für mich war ganz klar, dieses Buch hätte so in Deutschland nicht erscheinen können. Das war ganz klar ins österreichische Deutsch übersetzt. Nur ist der Ovčina natürlich bei Rowohlt Berlin erschienen, im deutschen, großen deutschen Verlag. Und da habe ich mir dann eben auch beim Lesen gedacht, naja, hier werde ich wahrscheinlich diese Austriazismen nicht finden. Ja, die wurden getilgt, weil ich manchmal diese Austriazismen verwende, ohne ein Bewusstsein darüber zu haben, dass es Austriazismen sind. Also das passiert mir dann auch. Wie gesagt, ich bin da eh irgendwie kooperativ, aber ganz einsehen tue ich es nicht. Ist es bei so den großen Namen, es gibt ja eben in den letzten Jahren auch so Stars der Literaturübersetzung so ein bisschen, können die sich dann mehr erlauben, weil wenn klar ist, oh, das ist von XY, ich mag jetzt niemanden gerade nennen. Ich weiß nicht, es gibt so, wenn ein Autor einfach sich als Übersetzer nebenbei betätigt, so wie zum Beispiel Peter Handke, dann wird er gar nicht mehr als Übersetzer genommen, also das Produkt, das er dann abliefert, wird dann nicht wirklich wie eine Übersetzung wahrscheinlich rezipiert, sondern es ist dann doch irgendwie so sein Autorenwerk. Mhm. Und da könnte ich mir vorstellen, dass er quasi Narrenfreiheit hat. Aber jetzt unser eins, ich weiß nicht, ob jetzt wirklich so die großen Übersetzernamen da in irgendeiner Weise anders behandelt werden. Ich weiß es nicht. Kann ich ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Naja, unser eins, du bist ja nun auch Autorin. Schon wieder werden die Augen gedreht. Daran anschließend vielleicht gar nicht die Frage, ob du jetzt auch anders als Übersetzerin wahrgenommen wirst, aber wie nimmst du dich denn jetzt selbst wahr? Hat dein eigener Roman deinen Blick aufs Übersetzen nochmal verändert? Wahrscheinlich schon. Ja, ist eine sehr gute Frage. Also auch danke, dass du sie stellst. Das war für mich wirklich eine ganz neue Erfahrung. Ich habe auch wirklich, glaube ich, mehr Verständnis bekommen für die Autoren und Autorinnen. Also ich habe dann plötzlich wirklich so quasi auf eigener Haut gespürt, wie sehr man sich eben was überlegt hat bei einer bestimmten Wortwahl und wie
wie sehr man drauf pochen würde, dass das dann bei der Übersetzung gefälligst jede Ebene rüberkommt. Und ich habe jetzt, ich mache eine unglaublich interessante Erfahrung derzeit. Also mein Roman, den ich ja auf Deutsch geschrieben habe, Reibungsverluste, wird ins Serbische übersetzt. Okay, das wäre meine nächste Frage gewesen. Von einem jungen serbischen Übersetzer. Und ich bin so begeistert von dem, wie er arbeitet. Also wir haben einfach viel gemailt und er hat einfach so tolle Fragen gestellt. Also ich habe wirklich gemerkt, wie intensiv er sich mit meinem Text in dem Fall auseinandersetzt. Und wir können ja auch ganz normal, erstens bin ich selbst Übersetzerin und zweitens spreche ich ja natürlich Serbisch. Also eben, das ist aber sowas, er übersetzt es eben ins Serbische. Jetzt würde ich hergehen und meinen eigenen Text in meine Sprache, wenn man so will, Muttersprache, aber das ist in meinem Fall auch keine Kategorie, weil meine Mutter Russin ist, also meine eigentliche Muttersprache ist Russisch. Okay. Aber würde ich das jetzt in meine serbokroatische Sprache übersetzen, dann würde ich eine andere Variante wählen, eben Bosnisch. Aber egal, jedenfalls, ich kann trotzdem natürlich das, was mein Übersetzer in Belgrad jetzt da macht, das kann ich kommentieren. Also ich kann ihm einfach sagen, so und so habe ich es gemeint. Und ich bin einfach begeistert, wie er genau und gut mit dem Text umgeht. Und da ist mir erst durchs Zuschauen nochmal aufgegangen, wie sorgfältig und wie mühsam diese Arbeit eigentlich ist. Wenn ich sie selber mache, ist es für mich so natürlich, da denke ich schon gar nicht mehr drüber nach. Aber jetzt, also wo ich das als Autorin erlebe, also wirklich das als Autorin, jetzt sehe ich das nochmal schon anders. Dann kommen wir vielleicht sogar zu unserem Gegenstand heute, ja. Zu 2 Jahre Nacht. Du hast eben schon gesagt, dass der Roman über den Verlag zu dir kam. Mhm. Also der Verlag entscheidet, wir möchten dieses Buch gerne machen und möchten es übersetzen lassen. Warst du in diesem Prozess auch schon dabei oder haben das andere? Ich glaube, es gab eine Vorgeschichte zu dem Buch, wo ich jetzt aber auch nicht ganz genau Bescheid weiß. Mhm. Aber ich glaube, es gab im Vorfeld eigentlich schon so eine Überlegung oder ein Gutachten, dass es eben nicht übersetzbar ist. Also es wurde irgendwie eigentlich als zu lokaler Sprachgebrauch, zu viel Text, also irgendwie so, dass es quasi nicht funktioniert. Also, und es war dann aber irgendwie der Lektor selber, also Wilhelm Trapp heißt er, der Lektor von Rowohlt Berlin, war sehr dahinter. Und ich wurde dann auf Empfehlung einer von Suhrkamp, so hat er mich angesprochen, weil ich ihm irgendwie empfohlen wurde, nämlich schon durchaus auch, weil ich aus Sarajevo bin. Mhm. Also ich wurde ihm, glaube ich, empfohlen, gerade weil man dann gesagt hat, naja, die könnte das vielleicht machen, weil sie auch wirklich von dort ist. Und ich muss schon sagen, dass ich von dort bin, hat es mir schon erleichtert. Also ich will jetzt aber das auch wieder nicht so mystifizieren mit Herkunft und Nähe, darum geht's gar nicht, aber einfach sprachlich und von den Realien her. Und man tut sich wirklich leichter, Sachen zu übersetzen, die man irgendwie plastisch vor sich sieht. Du hast gerade gesagt, dass das dir die Sache erleichtert hat, weil du die Stadt gut kennst, weil eben dieses Buch spielt zur Gänze, glaube ich, auch in Sarajevo. Wenn man das Buch liest, was eben ein sehr hartes Buch ist, ja, es spielt im Bosnienkrieg, kann man natürlich auch genau das Gegenteil so sehen, gerade weil du den Ort gut kennst, kann das natürlich auch eine Belastung sein, dann so ein Buch zu übersetzen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das Buch nicht übersetzt hätte, möglicherweise hätte ich es nicht gelesen. Also es kann sein, dass gerade so ein Kriegsbericht, dass ich mir das sozusagen erspart hätte als Leserin, weil es einen doch sehr aufwühlt. Also ich verstehe, wenn man dieses Buch gerade wegen der persönlichen Betroffenheit einfach links liegen lässt und sagt, schön, dass es das gibt, aber ich tue mir das nicht an. Mhm. Und ich habe es mir angetan, eben als Übersetzerin, was, ja, wie soll ich sagen, einerseits muss man es dann natürlich ganz genau lesen, also als Übersetzer kann man ja kein Wort ausfallen lassen, keinen Satz, keine Seite, nichts. Aber es ist auf der anderen Seite ein anderes Abarbeiten am Text. Es ist dann neben dem, dass der Text halt einen Inhalt und eine Stimmung überträgt, ist man als Übersetzer halt auch aktiviert, dran zu arbeiten. Und vielleicht war das dann für mich auch unterm Strich dann doch wieder leichter zu ertragen, als wenn ich es nur gelesen hätte. Aber ich finde es schon, also eben, weil ich sage, ertragen, also das Buch muss man halt schon aushalten. Es ist, ich will das jetzt nicht als Negativwerbung sagen, aber es ist schon ein Kraftakt, dieses Buch überhaupt zu rezipieren. Ich glaube, bevor wir weitersprechen, sollten wir jetzt tatsächlich
weil viele das Buch wahrscheinlich nicht kennen, kurz mal darüber sprechen, mit welchem Roman wir das eben hier gerade zu tun haben. Ich glaube, der Begriff des Kraftakts ist nicht falsch gewählt. Ja, man muss schon viel aushalten auf diesen 750 Seiten. Vielleicht zum Inhalt können wir vielleicht mal was zusammentragen. Es ist ein Roman, der, glaube ich, über die gesamte Zeit des Bosnienkriegs seit abdeckt, 92 bis 95, in Sarajevo spielt und aus der Perspektive eines Schülers erzählt wird, aus einer Ich-Perspektive, also die Person, die keinen Namen hat, wie überhaupt sehr, sehr viele Personen in diesem Buch keinen Namen haben, da kommen wir dann später vielleicht noch drauf, berichtet aus Sarajevo. Am Anfang geht er noch in die Schule, wird dann eben durch den Krieg, also beendet die Schule noch nicht, der Krieg bricht aus. Der Roman beginnt im ersten Teil mit dem Tod seiner Mutter. Dann sucht er, ja, die Familie hat so eine Zweitwohnung in einem Bezirk, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Grbavica. Okay, so heißt der Bezirk, da hat die Familie noch eine zweite Wohnung. Da wird der Sohn dann aber eben, oder der Protagonist, festgehalten, landet dann in einer Arbeitsbrigade und muss da eben viele Dinge sehen, die man nicht sehen möchte. Also muss einerseits Arbeitsaufgaben erledigen, wie Sandsäcke schleppen, Dinge transportieren, aber eben auch Leichen, Tote transportieren, verscharren, kann dann aber entkommen. Also in einer sehr zentralen Szene kann sich der Protagonist befreien und lebt dann im Verborgenen bis zum Ende des Krieges. Also so kann man den Roman vielleicht. Ja, aber da fehlt, muss ich sagen, ein ganz wesentlicher Punkt. Also was ihn rettet, ist eine Frau. Also er lebt eben im Verborgenen und bekommt Essen von seiner sozusagen Freundin, also eine Nachbarin, die ein paar Jahre älter ist und die auch eben keinen Namen hat. Aber ich weiß jetzt, das sind so Dinge, wo ich nie weiß, ob das auf Deutsch wirklich dann so klar herauskommt oder ob man echt aus Sarajevo sein muss, um zu verstehen, was da der Twist in der Geschichte ist, ist eben die Nachbarin ist Serbin. Das heißt, und er selber ist quasi Moslem. Und es entwickelt sich also am Anfang erstmal nur so Freundschaft und nachbarschaftliche Solidarität. Aber dann, die beiden werden ein Liebespaar. Und es ist wirklich sozusagen die Liebe, die ihn rettet. Und das ist auch ein ganz zentrales Moment, weil es halt auch so unsentimental beschrieben wird, aber es ist wirklich nur durch die Liebe, dass dieser junge Mann überleben kann, weil sonst wäre er quasi zum Abschuss freigegeben. Also sie versteckt ihn, sie ernährt ihn, sie liebt ihn, er liebt sie und irgendwie sie führen halt so eine Beziehung und noch dazu im doppelten Verborgenen, weil die junge Frau mit ihrer Oma zusammenlebt und auch die Oma darf nichts davon wissen. Das heißt, sie verstecken sich sowohl vor den Soldaten, als auch versteckt die Enkelin vor der Oma diese Liebesbeziehung. Genau, das ist jetzt so die Rahmenhandlung und ungefähr. Du hast ja schon gesagt, hättest den Roman vielleicht gar nicht gelesen, wenn du nicht übersetzt hättest. Als du den Roman dann bekommen hattest, also die erste Lektüre, liest du so ein Buch dann erstmal als Buch wie jeder andere oder kommt dann schon so ein bisschen so die Berufskrankheit, will ich es mal vielleicht nennen, dass du bei einzelnen Stellen schon genau überlegst, wie könnte man denn da überhaupt arbeiten oder worauf müsste man hier achten? Natürlich, also wenn ich ein Buch lese, von dem ich weiß, ich werde es übersetzen, dann lese ich schon mit diesem Blick, was ist zu tun, was ist zu bedenken, wie ist der Stil, wo wird es Schwierigkeiten geben. Also das liest man natürlich gleich mit so einem Problemblick. Bevor wir zu diesen Problemen kommen, nochmal ganz allgemein, eben auch nochmal um zu verstehen, wie Übersetzerinnen, Übersetzer arbeiten. Was sind denn so die ersten Schritte? Also du bekommst den Text vermutlich erstmal auch in der klassischen gedruckten Form. Wie gehst du dann weiter vor? Liest du das jetzt einmal erstmal so durch? Ja, auf jeden Fall, ja. Also das quasi so viel Zeit muss sein. Mhm. Also das lese ich einmal durch. Und dann habe ich mal einen Tipp bekommen von bei einem Seminar von Rosemarie Tietze. Das ist eine sehr renommierte russische Übersetzerin, die einfach den Tipp uns mal gesagt hat, nicht am Anfang zu beginnen zu übersetzen, sondern nach einem Drittel erst. Und dann erst am Ende
den Anfang zu übersetzen. Sozusagen am Ende des eigenen Übersetzungsprozesses dann erst den Anfang. Und weil da hat sie nämlich schon recht, man kommt in einen Stil oder in eine Übersetzung, in einen Text kommt man einfach mit der Zeit besser rein und man wird dann immer irgendwie besser. Also und der Anfang eines Buches ist aber der Einstieg. Also das ist irgendwie der wichtigste Teil, das zieht den Leser rein oder eben nicht. Und es ist gut, wenn man quasi dann schon auf der Höhe seiner Übersetzungskunst ist, sich dann erst dem Anfang zu widmen. Und dann läuft es so ab, dass man immer kapitelweise oder so eine bestimmte Seitenanzahl übersetzt und dann geht es direkt an den Verlag oder wie geht sowas dann weiter? Auch unterschiedlich. Also bei diesem Buch war meine Produktion der Übersetzung und das Lektorat erfolgten parallel. Das heißt, ich habe immer so 10 Seiten an die Lektorin geschickt, dann hat sie zurück, dann habe ich es halt eingearbeitet. Also das war irgendwie parallel, einfach auch, weil da auch ein zeitlicher Druck dann war. Sonst ist meistens so, dass man dem Lektorat einfach das ganze Buch gibt. Und dann wird irgendwie lektoriert, also korrigiert, lektoriert. Dann kriegt man es zurück. Dann geht man das nochmal durch, was man davon akzeptiert, was nicht. Das sind dann eben diese auch Streitfragen, also zum Teil Geschmacksfragen, dass man manchmal irgendwie auf seiner Variante beharrt oder auch sagt, nein, eigentlich hat der Lektor eh recht, das ist besser so. Es ist einfach eben auch ein zweiter Blick. Oft haben die Lektoren aber keine Kenntnis der Ausgangssprache. Okay. Was aber gar nicht so schlecht ist, weil sie damit den Text so lesen, wie es dann auch der deutschsprachige Leser wahrnehmen wird. Das heißt, ja, dann geht es dann um alles, was irgendwie irritierend klingt. Und dann muss man sich eben auch immer die Frage stellen, ist das jetzt irritierend oder holprig, weil das im Original so intendiert ist? Oder ist die Übersetzungsvariante doch nicht so gut gewählt? Oder kann man das irgendwie optimieren, dass der Effekt so ist wie im Original? Genau, das kann man natürlich als Leserin und Leser, gerade wenn man die Originalsprache nicht beherrscht, so wirklich ja, sehr schwer einschätzen, ne? Weil das ist ja nochmal so eine Frage von Anfang, die so super allgemein ist und die sich wahrscheinlich auch nicht beantworten lässt. Aber viele fragen sich eben doch, wie erkenne ich denn überhaupt eine gute Übersetzung? Gerade du sprichst von der Befremdung, die irgendwie was auslösen kann, aber auch diese Befremdung kann ja eine intendierte Sache sein. Ich habe mal so ein Interview gelesen mit Eva Ruth Wemme, die aus dem Rumänischen übersetzt, die bei einem Roman auch da in diesem Interview auch gesagt hat, sie hat sogar bestimmte Eigenheiten des Rumänischen in die deutsche Übersetzung mit reingenommen, obwohl die auf Deutsch erstmal so ein bisschen merkwürdig klingen. Also sie wollte, dass man dem Buch anmerkt, dass es eine Übersetzung ist, gerade weil sich das da anscheinend um Passagen gehandelt hat, die man einfach schwer ins Deutsche übertragen kann. Also diese Befremdung heißt ja nicht eben unbedingt, dass hier schlecht übersetzt wurde, sondern vielleicht sogar genau das Gegenteil. Ich glaube, man muss erkennen, was ist zum Beispiel im Original einfach eine Redewendung, die eben nicht befremdlich ist, und womit kann man das wiedergeben im Deutschen? Aber das zu erkennen ist schon wichtig. Also das einfach den Originaltext auf das hin abzuklopfen, was macht hier der Autor? Also ist das jetzt eine eben intendierte Befremdung? Weil wenn der Autor nichts Befremdliches intendiert hat, dann finde ich, hat auch nichts Befremdliches in der Übersetzung was verloren. Und hier zum Beispiel hat der Autor eben schon, also der Autor, also Damir Ovcina, hat Verben gestrichen. Und ich habe dann auch versucht, wo ich nur konnte, Verben zu streichen. Es ist mir aber natürlich nicht auf der Satzebene in jedem Satz gelungen. Das heißt, ich habe auch manchmal in einem anderen Satz, wo es mir im Deutschen möglich war, ein Verb zu streichen, obwohl der Autor dann vielleicht ein Verb hatte im Original, habe ich es dann trotzdem gestrichen. Also man kann auch im gesamten Bogen eines langen Textes dem Stil weiterhin quasi treu bleiben, ohne dass die einzelne Lösung, also im einzelnen Detail, genau dem entspricht, was im Original steht. Also man muss da schon ein bisschen einen größeren Blick haben. Letztlich ist das Ziel der Übersetzung schon, unsichtbar zu bleiben. Die Übersetzung soll sich ja so anschmiegen an das Original. Also so quasi das Original zeigen. Aber natürlich in einem umfassenden Sinn. Eben nicht in einem
unter Anführungszeichen wortwörtlichen Sinn, weil das muss man natürlich immer wieder betonen, es gibt keine wortwörtliche Übersetzung. Man kann nicht mal den Satz How are you wörtlich übersetzen, weil dann kommt dabei heraus, wie bist du oder wie seid ihr. Das wäre wortwörtlich und davon sprechen wir gar nicht. Aber wir können immer davon sprechen, eben von der Nähe zum Original können wir sprechen oder eben dann von der Freiheit, sich zu entfernen. Man darf sich aber wirklich, es ist einfach ein Spannungsfeld, also sich zu weit zu entfernen bedeutet, dem Original nicht mehr gerecht zu werden. Dann macht man halt was anderes. Weil du eben schon auf die Verben und den Stil des Buches eingegangen bist, vor allem das Fehlen von Verben. Wir hatten eben kurz überlegt im Vorgespräch, ob wir eine kurze Passage vorlesen. Mhm. Bietet sich wahrscheinlich jetzt ganz gut an, weil wir es gerade eben angeschnitten haben, wie dieser Text funktioniert. Dazu reicht eben tatsächlich ein ganz kleines Stück eigentlich schon. Ich lese einfach mal. Vielleicht okay. Einfach wirklich vom Anfang. Also ja. Da ist noch nichts vom Horror des Krieges irgendwie zu ahnen. Das ist jetzt einfach erstmal im Vorfeld und eine alltägliche Szene, wo man einfach so direkt hineinkommt in diese Familie. Mhm. Also im Sohn und Vater und die kranke Mutter. Ja, ich fange einfach mal an. Vollgeschneit bis zum Rand des Schneegitters. Vater mit Schaufel vor dem Haus. Er trägt eine Militärjacke Marke Tanker, mit dem Rücken zu mir. Ich stapfe durch den Schnee über den Parkplatz. Aus dem Schnee vom Zweig einer Kiefer forme ich einen Schneeball. Er fällt vor Vaters Schaufel. Seine Augen grün. Willkommen. Garagentor offen. Er haucht in seine Handflächen. An seiner Kapuze kleben Schneeflocken. Januar. Der Himmel weiß. Geh und hilf ihr. Lass mich machen. Ich übernehme das mit dem Auto. Der blaue Käfer springt beim zweiten Mal an. Rauch aus dem Auspuff. Ein Ponyfahrrad lehnt am Regal in der Garage. Das leere Auto gestartet am Eingang. Die rechte Tür offen. Schnee an der Windschutzscheibe. Vater hebt die Scheibenwischer hoch und reinigt das Glas mit der Hand, ohne Handschuhe. Eis an den Treppenrändern. Ich überspringe je zwei Stufen. Ich stampfe auf, damit der Schnee von den Stiefeln abfällt. Im Treppenhaus riecht es nach gekochtem Essen. Drinnen kommt warme Luft aus dem Elektroofen. Mutter ruft mich beim Namen. Sie steht auf, eine karierte Decke über den Schultern. Es ist sicher nur was mit den Gelenken. Das gibt's doch nicht so. Rheuma oder so. Ach was. Die bunte Couch mit der Holzlehne ist als Bett bezogen. Auf dem Beistelltischchen Tee, Medikamente, Orangen und eine Ausgabe von Oslobodjene. Vom Parkplatz her Kinderrufe. 8 Stufen bis zur Tür des Treppenhauses. Langsam. Bleib stehen. Halt dich an mir fest, noch ein wenig. Warte. Hier aufpassen. Gehen wir. Ihre Augen müde. Das Auto fährt los. Auf der blauen Tafel links vom Eingang steht Ulica Franza Prescherna. Rechts von der Eingangstür Nummer 16. Der Käfer rollt gemächlich die gerade Straße entlang. Obst und Gemüse unter dem Welldach im Lebensmittelgeschäft. Sarajevo unter Schnee. Autos fahren vorüber. Darin Menschen, die vor sich hinstarren. Ja, vielen Dank. Das waren, glaube ich, so 1,5 Seiten vom Anfang eben gerade. Was man hier eben ganz schön merkt, sind diese Auslassungen. Ja. Verben fehlen. Einige Sätze wirken eben wie so Notizen. Und Dialoge fehlen eben auch. Also das, was gesprochen wird, ist einfach nahtlos. Also man sieht es jetzt hier nicht bei der Lesung, aber man sieht es am Blatt. Was gesprochen wird, wird dann so in eine Zeile geschrieben. Aber dann geht es nahtlos wieder weiter in der Erzählung. Das heißt, man muss einfach selbst mitdenken. Das war für mich beim Übersetzen dann auch manchmal ein Problem, mir vorzustellen, wer sagt das jetzt wirklich? Weil es dann schon auch Implikationen hat für die Übersetzung. Also ich muss irgendwie doch wissen, wer das sagt, damit ich weiß, ist das jetzt sein oder ihr. Weil manchmal brauche ich ein anderes Pronomen im Deutschen oder so. Die Sprache ist bei uns so, dass die weibliche Form angezeigt wird durch die Verbendung in der Vergangenheit. Mhm. Also das heißt, ich sage zum Beispiel, ja sam prevela, also ich habe etwas übersetzt, on je preveo, er hat etwas übersetzt. Und das hat der Autor auch immer wieder ausgenutzt, um einfach mit dieser Verbendung zu markieren, dass jetzt zum Beispiel die Frau gesprochen hat. Und da muss man in der Übersetzung aber eben andere Varianten wählen oder andere Mittel,
weil man einfach dieses Spielmittel nicht zur Verfügung hat auf Deutsch. Also das ist halt eben Übersetzen. Also zu erkennen, was der Autor da gemacht hat und neue Wege zu finden, um das Gleiche zu reproduzieren in einer anderen Sprache. Mhm. Genau, das hat man jetzt eben nicht gesehen. Es gibt keine Anführungszeichen. Also man muss viel mitarbeiten bei diesem Buch und genau überlegen, ist es gerade eine Beobachtung des Erzählers? Haben wir es hier mit einem Dialog zu tun? Und häufig weiß man es eben nicht ganz genau. Ja. Ne, dieser Roman macht es einem nicht leicht. Man weiß sehr häufig nicht, in welcher Situation befinde ich mich hier gerade. Und du hast eben schon aufgegriffen, du musst natürlich als Übersetzerin dann ganz genau sein und aber eigentlich schon eine Ahnung davon haben, wer spricht hier eigentlich also gerade. Also der Autor hat mir bevor ich begonnen habe zu übersetzen, hat er einfach einmal mir geschrieben, svaka riječ je važna, also jedes Wort ist wichtig oder quasi jedes Wort zählt. Und das stimmt, also das ist hier ein rein quantitativ ein sehr langer Text, also eben diese 750 Seiten, ich meine, das ist, wenn man das jetzt das Material sieht und da durch muss, das ist allein von der Menge her eine wirkliche Überforderung, also für mich gewesen. Mhm. Also einfach zu wissen, ich muss mit 750 Seiten Text umgehen. Trotzdem ist es, es ist eine extrem verknappte Sprache, die viel mit Wiederholung arbeitet. Mhm. Also immer wieder wird was aufgegriffen. Das heißt, also es sind manchmal so einzelne Phrasen, die immer wieder aufgegriffen werden. Das heißt, man muss immer genau aufpassen, ist die Phrase wieder genau gleich da oder bewusst abgewandelt? Und wirklich eben, es zählt jedes Wort, es gibt viel Wiederholung, aber der Text ist nicht redundant. Mhm. Das ist, also, es ist hier kein, nichts hier ist überflüssig von der konzeptuellen Art her Sprache zu verwenden. Also, der Text ist einfach so angelegt. Und im Einzelnen heißt das, dass wirklich in jedes Wort hinein ein Gewicht gelegt ist. Also der ist zwar riesengroß, also wie gesagt, diese Seitenanzahl und die Wortanzahl sind überwältigend, aber man spürt, dass der Autor das verknappt hat. Und er hat mir selber gesagt, ich glaube, dass er selbst unglaublich gekürzt hat. Also dass er selbst noch einmal ganz, ganz viel gestrichen hat. Also das, was hier rauskommt, ist einfach nur der Sukkus quasi. Mhm. Weil du gerade sagst, das Buch hätte auch, oder der Autor musste auch noch sehr, sehr viel streichen. Man kann sich das eigentlich sogar beim Lesen schon so ein bisschen denken, denn dieser Protagonist ist ja jemand, beziehungsweise im Buch selbst spielt das Schreiben ja auch eine große Rolle. Schon auf den ersten Seiten wird erwähnt, dass er Notizhefte schreibt, da mit seinem Schreiben noch nicht so ganz zufrieden ist. Mhm. Und später, wenn er sich dann eben versteckt bei der Freundin im Haus, gibt es ja auch diese ganzen vielen Schreibübungen. Ja. Gedichte, glaube ich, auch. Theaterstück schreibt er, glaube ich, auch über sie. Also verschiedene literarische Formen probiert er auf jeden Fall aus und erwähnt immer wieder, dass er seine Texte überarbeitet und Dinge streicht und Dinge verbessert. Wenn man eben so diesen Protagonisten ernst nimmt oder das so als ein, ja, dieses Buch eben mit diesem Blick betrachtet, versteht man, glaube ich, schon ganz gut. Es hätte schon auch noch mehr sein können, aber es ist diese Form, die dann gewählt wurde. Ja. Das ist ganz spezifisch und ich kann aber sagen, der Autor ist auch selbst, also Damir, wenn wir uns, ich habe ihm ja jeden Tag Mails geschrieben mit Fragen, also ich habe das einfach, das war immer so, wir waren in einem ständigen Austausch und dann waren seine Antworten auch irgendwie sehr kurz angebunden. Also das ist wirklich ein authentisch irgendwie auch sein Stil. Also ich meine, wie gesagt, der Stil hat natürlich etwas sozusagen Gekünsteltes, also was ein bewusstes künstlerisches Anliegen, aber er ist auch irgendwie authentisch. Genau, das meine ich. Damit spielt der Text ja ganz stark. Also einerseits baut er diese Authentizität auf, dadurch, dass das Ganze ja wie so eine Art Notizheft oder Tagebuchartiges bekommt. Er wird ja von einem seiner der anderen Gefangenen, von dem Musiker, auch immer wieder dazu aufgerufen, er soll die Dinge aufschreiben, er soll notieren. Es wird ja ganz mantraartig wiederholt. Das ist ein Auftrag. Also das ist, also ihn retten, wenn man so will, und das klingt jetzt total pathetisch, aber ich meine es gar nicht so, ihn retten tagtäglich Liebe und Literatur. Mhm. Also diese Frau, die konkret ihn ernährt, aber die Literatur als ein Denkraum, der ihn aus dieser konkreten Enge
eben immer wieder befreit, also sein eigenes Denken, das hält ihn aufrecht. Mhm. Und eben Liebe und Literatur, das klingt gleich so sentimental, aber das Buch ist absolut unsentimental und beschreibt trotzdem eben diese Überlebenskraft. Und ohne, dass der Autor jemals irgendwie in Kitsch verfällt. Ja, das Buch ist nicht kitschig und kommt ohne Pathos aus und dafür sorgt eben auch die Sprache, die so reduziert ist. Wir haben eben im Vorgespräch schon mal, als wir überlegt haben, welche Stelle wir vorlesen können, über den ersten Satz gesprochen, beziehungsweise du hast den ersten Satz erwähnt, dass du gerade dafür ja relativ lang gebraucht hast, wie man den übersetzen kann. Vielleicht können wir da mal so ein Beispiel nehmen, die uns auch so ein bisschen zeigen, vor welche Probleme man eigentlich gestellt ist, wenn man aus dem Bosnischen ins Deutsche übersetzt. Ja, eben. Ich bin dann auf das Wort vollgeschneit gekommen. Ich sage jetzt auch nicht, dass das perfekt ist, aber ich glaube, im Original hieß es Napalosnega, also quasi es hat viel geschneit. Aber eben das zu verknappen, zu reduzieren. Jetzt bin ich mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob das im Original wirklich so war, Napalosnega, aber ich glaube schon. Und das ist dann aber eben vom Verb padati und dann napalo, also viel ist gefallen. Oder, ich meine, was war so die Herausforderung? Eben diese totale Verknappung. Zum Beispiel, ich habe dann auch manche Wörter dann auch einfach gelassen. Zum Beispiel dieses Heidebollern, ja. Da weiß ich jetzt auch nicht, wie das auf den deutschsprachigen Leser wirkt, ob man sich irgendwas damit, also da haben wir gedacht, dann lasse ich ein paar so, wirklich so Elemente drinnen, die vielleicht exotisch sind, aber sei es drum. Also dieses Heide ist einfach unübersetzbar. Heide ist, glaube ich, aus dem türkischen Hadi, also sowas wie komm schon, mach schon, kann auch heißen geh los, komm, gehen wir. Also Heide ist einfach so ein Element für sich. Und bollern ist die männliche Form und bona die weibliche Form. Das ist einfach eine Anrede in Bosnien, also das ist, glaube ich, in Serbien und Kroatien, glaube ich, nicht, dass das verwendet wird. Das ist einfach so ein anderes Du. Ja, habe ich dann halt auch so zum Beispiel gelassen. Genau, vielleicht kurz zur Erklärung. Also es gibt immer mal wieder einzelne Wörter, die nicht übersetzt sind. Das sind jetzt im Text auf diesen 750 Seiten gar nicht so viele, aber es taucht immer mal wieder so auf. So Jazz war zum Beispiel. Weil es sehr selten passiert, fand ich es jetzt als Leser auch nicht weiter schlimm schwierig. Aber das ist etwas, da habe ich das Gefühl gehabt, das ist einfach unübersetzbar. Mhm. Das ist tatsächlich, kann man nur so stehen lassen. Ja. Dann, was mir gerade nur so spontan einfällt, die Straßen tragen ganz viel Information in sich. Also die eine Straße ist ja die Leninstraße, also Leninova Ulica. Und dann gibt es zwei Straßen. Und ich habe normalerweise lasse ich ja die Straßen so, wie sie einfach heißen. Also sprich so, dass man sie wirklich im Google Maps finden würde. Ja. Aber dann gibt's zwei Straßen, die einfach so wehtun irgendwie vom Namen her, dass ich sie übersetzt habe, nämlich die Straße der, oder was war es nochmal, was die Allee oder was, jedenfalls der Brüderlichkeit und Einheit, Bratstva i Jedinstva, das hätte ich auch lassen können, einfach aus Ulica Bratstva i Jedinstva, aber das ist sozusagen genau auf der Straße, die also so ein urjugoslawisches, ideologisches, überhöhtes Ideal von eben Brüderlichkeit und Einheit, das ist ja so ein Slogan gewesen in Jugoslawien, dass genau dort sich eben ein absolut blutiger Bürgerkrieg abspielt, das ist einfach in der Originalsprache, also mir hat das irrsinnig irgendwie, also ja, ich habe das sehr schmerzhaft gefunden, dass das genau so in diesem Kontrast, also dass da einfach der Straßenname in so einem eklatanten Widerspruch zu dem steht, was sich da abspielt. Mhm. Und die andere Straße war, wenn ich mich nicht täusche, ich weiß nicht, ob ich das jetzt finden kann hier auf die Schnelle, ich glaube, die Blutspender, die habe ich, glaube ich, dann auch gelassen, oder? Gibt's die Straße? Irgendeine Blutspender-Geschichte gibt es, ja. Das ist einfach ein Straßenname. Also das ist sozusagen, ja, da habe ich dann auch gedacht, eigentlich, das möchte ich jetzt übersetzen, obwohl es eigentlich ein Eigenname ist. Einfach, weil hier der Eigenname so eine zusätzliche Information mit sich trägt. Beziehungsweise über diese Namen kommt ja überhaupt die Information. Was ich so interessant fand an diesem Buch ist, dass eben sehr, sehr viele Dinge benannt werden. Eben jede Straße hat dann ihren ganz konkreten Namen.
Die Autos haben Namen und die Waffen haben die Namen, Waffen. Aber die Menschen nicht. Richtig, die Personen haben keinen Namen, sondern werden quasi auseinandergehalten durch ihre Kleidung, die wird erwähnt, und die Art der Waffe, genau. Oder genau, die Automarke Waffe, genau, ist auch entscheidend. Ja, genau. Und die Namen sind, glaube ich, also vielleicht gehe ich jetzt zu weit, aber die Namen sind ja so ein, die wurden ja dann so nationalistisch aufgeladen. Also genau darum geht's ja, dass man dir an deinem Namen plötzlich ansieht, ob du Serbe, Kroate oder Moslem bist oder Bosniake. Aber weil genau der Name dann plötzlich so schicksalsträchtig wird. Und es wird ja dann auch eben erwähnt, dass sie, also die Nachbarin und ihre Oma, einen Namen haben, der genau in diesem Stadtteil mit weniger Gefahr verbunden ist, sprich einen serbischen Namen. Ja. Genau, sie hat den richtigen, sie hat den richtigen Nachnamen. Genau, sie hat den richtigen Nachnamen und mit diesem richtigen Nachnamen erkauft sie sich eben quasi die Freiheit. Also sozusagen die Soldaten tun ihr nichts, sondern schauen auf sie. Und genau das nutzt sie wiederum, um den Schutzraum für ihn herzustellen. Und das finde ich so irgendwie so fein gesponnen, also das ist wirklich, und eben gerade durch die Aussparung von einer Deutung, sondern das einfach so zu beschreiben, wobei mir jetzt selbst auch als Übersetzerin auch manchmal natürlich dann die Frage gekommen ist, ob das in der deutschen Sprache wirklich so herauskommt, wie fein gearbeitet dieser Text ist. Ich weiß jetzt nicht, das kannst du jetzt als deutschsprachiger Leser besser sagen, ob du das wirklich dann verstehen konntest, was der eigentliche, wie dieser Widerspruch angelegt ist oder die Absurdität seines Versteckspiels. Also ich meine und hoffe, ja. Und ich fand es einfach wahnsinnig clever gelöst, weil man einfach interessant einfach gearbeitet, weil man ganz genau weiß, wie viel Bedeutung diese Namen plötzlich bekommen und dann werden sie aber nicht genannt. Ganz genau, das ist genial. Eben so dieses Spiel mit Dinge benennen und nicht benennen und eben auch zu den Straßennamen. Permanent tauchen diese verschiedenen Viertel auf und die Straßennamen, aber eigentlich wird nie dazu gesagt, wir befinden uns hier gerade irgendwie im Süden der Stadt oder in der Nähe ist Gebäude XY. Es wird benannt, aber trotzdem ist man völlig orientierungslos, gerade wenn man die Stadt nicht kennt. Gab es an irgendeiner Stelle, gerade wenn es so um Eigenbegriffe geht oder eben um diese Straßen oder andere Geschichten, gab es jemals die Überlegung, da so ein Glossar oder nochmal Erklärungen oder vielleicht auch eine Karte von Sarajevo hinzuzufügen? Wir wollten schon ursprünglich so Endnoten machen für gewisse Begriffe und sind dann einfach von der Idee abgekommen. Weil letztlich geht es ja nicht so um die faktische Wahrheit, sondern einfach um diese Stimmung. Und ich glaube, die Stimmung kommt ja trotzdem heraus. Aber natürlich bleibt das eine oder andere nicht. Also ich habe zum Beispiel eine Information, die sonst zum Beispiel in Fußnoten wäre, die habe ich dann manchmal in den Text einfach eingeflochten. Okay. Das ist halt auch eine ästhetische Überlegung, damit es einfach keine Fußnoten gibt. Also das, damit man einfach im Text immer drinnen bleiben kann, dann waren Dinge, Trebević ist halt ein Berg. Jetzt weiß das natürlich jeder, der aus Sarajevo ist, weiß, das ist der Hausberg von Sarajevo, wenn man so will. Und dann habe ich, nehme ich mal an, irgendwo an einer Stelle dann geschrieben Berg Trebević und dann in weiterer Folge Trebević. Einfach damit man sich das vorstellen kann, wovon hier die Rede ist. Also das sind so die Tricks beim Übersetzen. Ich wusste natürlich auch nicht, dass das der quasi Hausberg von Sarajevo ist. Hab mir aber dann eben beim Lesen schon gedacht, das wird wohl irgendwie eine Erhebung sein und habe dann später nochmal auf der Karte nachgeschaut, um zu sehen, stimmt. Und jetzt kann man natürlich auch eine Fußnote machen, aber das ist einfach weniger schön, weil jede Fußnote einen ein bisschen rausreißt aus dem Lesefluss. Aber ich sehe gerade noch was eben, auch was dazu passt, Hodža. Also das Buch, also ich bin zufällig jetzt genau auf diesen Schlüsselsatz auf Seite 748. ich war Hodža. Ja, das ist eben auch aus einem Dialog. Da wird eben der Protagonist, also der Krieg ist vorbei und er ist auf der Straße endlich und dann trifft er eine alte Bekannte und sie sagt, wie geht es dir? Gut, dir? Wo warst du im Krieg? Ich habe dich nicht gesehen. Ich zeige hinter mir zum Trebević, ihr Blick fragend und leicht mitleidig. Ich war Hodža. Meine Stimme klingt mir noch immer fremd. Ich wiederhole Hodža. Ja? Und es ist auch etwas, Hodža ist jetzt in Bosnien, ist in unserer Sprache, ein vollkommen normaler Begriff, also für Imam, also für einen
muslimischen Geistlichen. Und die Assoziation ist sofort da. Also wenn ich jetzt als Bosnierin oder in Sarajevo aufgewachsen bin, wenn ich höre Hodža, habe ich sofort meine Assoziation mit Moschee oder manchmal mit einer bestimmten Kleidung, muss aber nicht sein. Funktioniert aber auf Deutsch nicht, weil der Roman heißt im Original Katzen Bio Hodža. Das heißt, als ich Hodža war, und spielt eben genau auf das an. Und der Protagonist war deswegen Hodža, weil er bei diesen Begräbnissen, also wo es eigentlich darum ging, die Leichen, die aus den Wohnungen herausgeholt wurden, geheim zu verbuddeln, in irgendwo eben auf dem Trebević, also im Berg, die irgendwo quasi eigentlich verschwinden zu lassen. Und wo eben auch dieser eigentlich, also serbische Chef der Brigade immer ganz genau notiert hat, wo welche Leiche liegt, weil er doch an die Möglichkeit geglaubt hat, dass man dann nachher das alles klären kann, dass zumindest die Angehörigen wissen, wo jemand begraben ist. Also auch etwas, was er nicht hätte müssen. Und da hat er, dieser Chef von dieser Brigade, hat dem Protagonisten immer die Möglichkeit gegeben, arabische Gebete zu lesen. Und somit war er sozusagen Hodža, also das war dann sein Spitzname. Jedenfalls der Titel im Original ist sehr, wie soll ich sagen, Katzam Bio Hodža, das ist eben befremdlich, weil ein Hodža war man nicht, sondern ein Hodža ist man dann doch ein Leben lang. Das ist wie wenn ein Buch heißen würde, zum Beispiel, als ich Nonne war. Also das heißt, es wird sofort so die Frage stellen, wie geht das? Wie kann man Nonne oder Hodža oder Priester gewesen sein? Mhm. Ja? Ein wunderbarer Titel, also weil er wirklich sofort so neugierig macht und funktioniert aber nicht auf Deutsch, einfach weil die Assoziation mit dem Wort Hodža fehlt. Also es ist einfach ein zu exotischer Begriff. Mhm. Ich habe das auch wirklich versucht im Freundeskreis so zu sagen, okay, wenn ich sage zu dir Hodža, was fällt dir ein? Das sind einfach diese paar Sekunden des Nachdenkens, die den Effekt kaputt machen. Ich glaube auch, wenn man das Buch gelesen hat, weiß man sofort, worauf dieser Titel anspielt, aber auf Deutsch funktioniert er gar nicht. Es funktioniert nicht. Gar nicht, wenn man meinetwegen im Buchladen ist oder in der Bibliothek und das Buch liegt vor einem. Ja. Was soll einen da erwarten? Man kann damit überhaupt nichts anfangen. Wie wurde sich denn dann für 2 Jahre Nacht entschieden? Das war eine Verlagsentscheidung vom Lektor, aber mir gefällt der Titel einfach, weil er den Stil sofort vorwegnimmt. Also dieses 2 Jahre Nacht. Mhm. Da ist irgendwie auch kein Verb und es ist sehr knapp. Und mit Nacht ist schon der Sache gedient, weil es eben wirklich um was, irgendwie was Dunkles geht, was man einfach quasi vergessen möchte, ja. Obwohl, darf ich hier einschreiten? Ich finde eigentlich, dass die Nacht im Buch doch ziemlich ambivalent besetzt ist. Also gerade wenn man das Buch noch nicht kennt, klar, auch das Buch ist dunkel gestaltet, ist klar, es geht um Krieg, keine angenehme Angelegenheit. Aber die Nacht hat ja insofern auch eine positive Konnotation, als dass er ja zu seiner Nachbarin immer nach dem Arbeitsdienst kommt und sie sich eben nur in der Nacht sehen können. Ja. Und relativ, weiß nicht wann ist das, schon als sie sich kennenlernen, glaube ich, sehen die beiden ja sogar die Nacht herbei, um sich dann wieder zu sehen. Also da wird eigentlich die Nacht zum Zeitpunkt, der sehr positiv besetzt ist. Ja, stimmt. Die Nacht ist eigentlich das, was ist eigentlich so die Normalität oder einfach das schöne, gute Leben. Und das ist wirklich, also ich finde es echt, auch nur durch diese Nächte oder durch dieses dann nächtliche Leben ist es ja quasi erträglich. Mhm. Also auch für den Leser jetzt ganz banal. Ja. Weil würde man nur das lesen, was sonst beschrieben wird, wie eben dann diese Tagarbeit aussieht, es wäre ja wirklich irgendwie unerträglich. Mhm. Aber immer wieder wird das eben durchbrochen durch die Intimität, durch das schöne Leben dann in der Nacht. Mhm. Du hast vorhin diese vielen E-Mails an den Autor erwähnt und da hatte ich vorhin noch nicht nachgefragt, will das jetzt aber doch noch tun. Wie sieht denn so eine Kommunikation dann aus? Beziehungsweise du hast ja auch von Zeitdruck geschrieben. Sowieso mal die banalste Frage vorab. Wie lange braucht man für so ein dickes Buch? Ich weiß nicht mehr, wie viel man braucht, so lang, wie man Zeit bekommt vom Verlag und ein bisschen mehr, wo man dann halt nochmal ein bisschen um Aufschub bittet. Es war aber nicht sehr lange, ich glaube, es war nur ein Dreivierteljahr. Mhm. Ich habe aber dran gearbeitet, dann schon wirklich, also halt irgendwie Vollzeit. Also es waren ein paar Wochen,
Da habe ich einfach nur das gemacht von früh bis spät. Und das war wirklich, wirklich zermürbend. Und der Kontakt zum Autor, das war dann per E-Mail, per Telefon, täglich sogar? Eigentlich täglich. Also ich habe den wirklich laufend und er hat immer sofort geantwortet. Aber das ist nicht üblich, oder? Das ist nicht üblich, selbstverständlich, oder? Nein, nein. Also es war wirklich super auch. Also ich kann echt von großem Glück sprechen, mit so einem Autor zusammengearbeitet zu haben. Weil ich einfach immer auf alle Fragen sofort die Antwort bekommen habe. Und ich meine, ich habe auch versucht, jetzt nicht zu viel zu fragen, weil natürlich ist es, ich muss ja auch selbst irgendwie recherchieren. Aber einfach da, wo ich irgendwie sicher, also manchmal wollte ich auch einfach sicher gehen, ob ich es richtig verstanden habe, weil eben die Sprache so verknappt ist, dass sie manchmal, und jetzt natürlich als Leser wäre mir das jetzt auch egal, ich kann ja mal über eine Stelle einfach drüber gehen, auch wenn ich jetzt nicht hundertprozentig sicher bin, dass ich zuordnen kann, wer was gesagt hat, aber als Übersetzer muss ich es eben schon ganz verstehen, sonst kann ich es nicht wirklich übersetzen. Also man kann nicht etwas übersetzen, nur weil es da steht, ohne dass man wirklich das Verständnis für die Sache hat. Also das ist sehr schwierig. Oder halt, man kann es machen, aber ist nicht das Ziel einer Übersetzung. Also Übersetzen hat schon zum Ziel, dass man auch sehr, sehr gut versteht. Aber manchmal war ich auch nicht ganz sicher, ob ich jetzt wirklich das richtig verstanden habe, auf was er da anspielt. Ja, ich musste einfach viel nachfragen. Und das waren jetzt nicht nur so Wörter, sondern auch durchaus auch Gedanken. Ja, zumal er ja wirklich auch viel anspielt. Ich meine, der ist Literaturwissenschaftler, glaube ich, auch. Man merkt, er hat einiges gelesen und er bezieht sich auf andere Texte oder manchmal auch Musik. Und ich glaube eben auch, gerade wenn man sich nicht so auskennt oder so bestimmte Sachen nicht gelesen hat, erkennt man das auch nicht. An einer Stelle taucht eine slowenische Band mit deutschem Namen auf, die spielt. Und man kann sich dann irgendwie schon denken, okay, wahrscheinlich ist Laibach gemeint. Ja. Aber ja, wenn das jetzt irgendwie ein Leser, Leserin Anfang 20 liest, die keine Ahnung von Laibach hat. Ja, also es ist sicher so, also um diese doch unselige Metapher zu bemühen, dass da quasi was verloren geht. Also ich glaube schon, dass ein Leser des Originals natürlich noch mehr hier rauslesen kann oder einfach müheloser mit seinen Assoziationen umgeht und eben nichts googeln muss, sondern einfach viele Dinge einfach halt weiß. Aber also nichtsdestotrotz ist eine Übersetzung, denke ich mir, an sich immer ein Gewinn und kein Verlust. Also ja, ich denke auch, dass beides. Natürlich geht irgendwas verloren, aber gleichzeitig bekommt man natürlich was, was man nicht hat, wenn man nur das Original kennt. Aber vielleicht trotzdem auch im Vergleich zu anderen Übersetzungsarbeiten, die du gemacht hast, und dann noch Bezug nehmend auf deinen eigenen Roman. Wie hoch sind denn die Reibungsverluste? Tut mir leid, ich musste das jetzt leider vom bosnischen zum deutschen Text. Im Vergleich zu anderen Übersetzungen. Hier stärker oder kann man das nicht so sagen? Reibungsverlust. Ja, ich meine, ich kann das jetzt sicher nicht zahlenmäßig ausdrücken. In Prozent. Na, ich kann nur sagen, es ist eben eine Kunstsprache, wenn auch nicht gekünstelt. Mhm. Also sie hat, wie gesagt, etwas sehr, sehr natürlich Authentisches. Sie ist aber eine Kunstsprache. Also es ist eben eine bewusst gesetzte. Vielleicht kann man es so sagen. Und ich denke aber schon, dass das rüberkommt, oder? Du kannst wahrscheinlich nachvollziehen, was der Autor, also wie er dieses Textgewebe bewerkstelligt hat. Und ich denke, mehr kann man nicht machen. Also natürlich jetzt im Einzelnen, in den einzelnen Details gibt's Dinge, die wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen hat man eine Ahnung von der Arbeit dieses Autors. Glaube ich schon, dass man die bekommen kann und dass das geht. Ja, auch wenn es im Einzelnen... Und ich meine, natürlich, wenn ich jetzt nochmal irgendwann später oder wenn ich jetzt wieder einen Blick drauf werfen würde, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass ich mir auch dann selber sagen würde, ah, das hätte ich jetzt hier anders machen können oder ich hätte es noch was Besseres gegeben oder noch eine optimalere Variante oder so. Aber im Großen und Ganzen denke ich, bin ich schon irgendwann so auch reingekommen und hab da etwas gemacht, was eine, sagen wir mal, einfach nur eine adäquate Entsprechung dessen im Deutschen ist, wiewohl auch das nur eben ein Versuch ist. Mhm. Also es kann auch später irgendwann eine neue Übersetzung geben oder ich kann selbst, wie gesagt, noch einmal das korrigieren und würde wahrscheinlich auch auf Sachen draufkommen, die ich heute besser machen könnte. Na gut, das hört natürlich nicht auf. Das ist ja bei jedem Text wahrscheinlich, ja, genau, den Mann. Ja, ja. Ob das nun ein eigener Text ist, eine Übersetzung. Das ist aber eine Momentaufnahme letztlich, ja.
War das jetzt schon ein ganz gutes Schlusswort? Ja, schon war das. Ist ein super Wort, ja. Moment, dann muss ich das Schlusswort noch formulieren. Ich sage einfach, dass das ein gutes Schlusswort war. Ja. Oder du lässt es wirklich einfach so. So war das. Punkt. Weil ich finde, es ist auch adäquat. 2 Jahre nach, so war das. Sollen wir das so enden lassen? Ich würde es echt so enden lassen. So radikal würde ich sein.